Schaut euch mal diesen Spieß an, Leute. Ich befinde mich hier gerade in der Türkei, genauer genommen in Istanbul, am Taksimplatz. Und in diesem Video werde ich eine Woche nur Döner in der Türkei essen. Das Ganze findet im Rahmen des diesjährigen Dönertons statt, bei dem ich einen Monat ausschließlich Döner esse. Folge 1 kam letzte Woche online, da habe ich eine Woche in Deutschland gegessen. Und in diesem Video werdet ihr sehen, wie deutscher Döner in Istanbul ist, wie türkischer Döner in Istanbul ist, was die Türken von deutschem Döner halten und wo der Döner eigentlich herkommt. Samstag, 9. September, 15.39 Uhr. Es ist also mittlerweile der 9. Tag des Experiments. Da war ja noch was. Gestern gab es den ersten Döner. Bevor ich euch jetzt in dem Video zeigen werde, was ich mir alles in der Türkei reinhaue, müssen wir ganz kurz klären, was Döner-Kebab eigentlich heißt. Denn Döner-Kebab ist türkisch und heißt sich drehendes Grillfleisch. De facto ist halt alles im Endeffekt ein Döner, was Fleisch ist, an einem Spieß, der sich dreht. Das ist Döner. Und wir bei uns in Deutschland kennen Döner halt nur im Brot. Das ist aber nicht alles, was Döner ist. Es gibt noch deutlich mehr Döner-Variationen. Und genau genommen ist eigentlich fast jedes bisschen Fleisch, was an einem Spieß ist, der sich dreht, Döner. Freitag, 8. September, 18.04 Uhr. Wir sind in Istanbul angekommen und ich habe seit 24 Stunden oder so nichts mehr gegessen. Und ja, ihr habt es gesehen im letzten Teil, es gab keinen Döner, weil ich verkackt habe einfach. Deswegen ist das jetzt mein erster Döner in der Türkei. Hier von einem richtig geilen Spieß, Yaprak-Spieß. In dem Fall schätze ich mal, dass wir hier Kalbfleisch haben. Ich hoffe, das schmeckt gut. Das ist jetzt der nächstbeste Dönerladen von unserem Hotel, wo wir sind. Und schau mal, wer noch zu Besuch dabei ist. Jo, was geht ab? Wir haben hier schon mal gegessen und gemeint, ja, den kann man essen. Was sagst du? Alter, das ist das, was ich mir so ein bisschen von Istanbul erwartet habe. Geiles Fleisch, schaut euch das an, vor allen Dingen nicht gewürzt. Keine Gewürze drin. Einfach nur Fleisch ohne Soße. Ich glaube, das Problem aus Teil 1 werden wir hier nicht mehr haben. Ich habe hier 240 Gramm Fleisch. Ich werde das jetzt so verspeisen, weil ich so cool dann habe. Und hier habe ich mir noch einen Döner bestellt mit, ich weiß nicht, auch gleich 240 oder nee, weniger. Und Pommes drauf. Man kriegt hier das Gemüse extra und das packt man sich dann selbstständig drauf. Ich bin aber jetzt zu faul und ich werde es einfach jetzt so nehmen, direkt reinklatschen. Ich hatte so Hunger, wirklich. Ich musste Sophia am Flugzeug zuschauen, wie sie ist. Und jetzt endlich das. Das ist die pure Lösung. Und ist das im Vergleich zu Deutschland? Ganz anders. Das kann man ja gar nicht vergleichen. In dem Sinne, Tag 1 in Istanbul, check. Und wir haben ja den Tag vom Intro. Oskar ist auch mit dabei, wie ihr gerade schon gesehen habt. Was geht? Und wir bestellen uns jetzt beide mal schön einen Döner. Wir haben hier an der Stelle zwei Spieße. Spieß Nummer 1 ist einmal hier mit Hähnchenfleisch. Da läuft schon ordentlich Fett drunter. Hähnchenbrust und dazwischen noch ein bisschen Hähnchenkeule. Hier nebenan befindet sich Kalb und oben drüber ist, glaube ich, meistens Lammfett. Also das sind mal ordentliche Brummer und ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt mal einen. Aber welchen? Hier sind ungefähr so 12 Spieße, alle an einem Fleck. Ja, das stimmt. Also hier direkt nebenan gibt es quasi den nächsten Döner und jeder erzählt ihr, dass er den besten Döner verkauft. Siehst du irgendeinen Unterschied? Nee, ich mag es immer knusprig. Ich will einen dunklen, der sieht gut aus. Gut, dann entscheiden wir uns hierfür. Nimmst du Chicken oder Beef? Beef, I like crispy, like this, dark, you know? Oskar mag Krebs dazu haben. Wir können entscheiden zwischen 100 Gramm, 150 oder 200 Gramm. Natürlich nehmen wir 200 Gramm. Mit Cheese, Wrap Meat, Döner. Okay, dann nehme ich Meat Kebab with Cheese. With Chicken, please. Chicken. Ja. Yeah. Ich glaube, da ist ehrlich gesagt auch ein bisschen Hackfleisch rein verarbeitet. Das ist nicht komplett. Ich schau mal, ob ich auch mal schneiden darf. Okay. Er nimmt sich das Teil einfach. Also, herzlich willkommen Leute in der Türkei. Wie werde ich mich hier schlagen? Das Wichtige ist, man muss versuchen, das in einem Ding runterzuschneiden. Schaut euch das an. Er hat ein bisschen Schiss, dass ich ihn schneide. Teşekkür ederim. So geht's schon mal gut los. Wenn wir jetzt hier eine Analyse von dem Hähnchenspieß machen, sehen wir auch, dass hier richtig viel Hähnchenbrust drin ist. Also richtig viel Eiweiß, nicht so viel Fett, wobei das Fleisch ordentlich gewürzt ist. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Schau euch mal das hier an. An der offenen Flamme wurde jetzt gerade mal das Brot hier gemacht. So schauen die Döner aus. Die sind quasi so ein dünn Fladenbrot. Und jetzt haltet euch fest, was die Dinger kosten. Die Preise werden euch komplett überraschen. 7,30 Euro pro Stück. Für meinen, mit Hähnchen. Ist meiner noch teurer? 11 Euro für deinen. Krank. 11 Euro, Bro. Was kann das Ding? Also das ist wirklich gestört. Na, wir beißen einfach mal rein, würde ich sagen. Vielleicht ist der Geschmack ja heftig. Auf drei, okay? Eins, zwei. Boah. Was ist? Die haben Knoblauchsoße reingemacht. Man erkennt sich, hier ist das Hähnchenfleisch quasi. Hier ein bisschen die Soße. Nicht viel Gemüse, sondern nur ein paar Tomaten, Peperoni und Pommes, die schon sehr lange da liegen. Bei dir sieht man eine Menge Rindfleisch. Der Geschmack ist mega intensiv. Es ist eine Seltenheit, dass man hier einen Döner mit Soße bekommt. Schmeckt viel geiler als ohne Soße, denn ich bin so ein Soßenmensch. Schmeckt richtig fleischig einfach. Bei mir mit Soße ist halt mehr saftiger, mehr Juice drin. Hier zerfällt das Ganze sogar schon. Schau mal, ich mach das Verbotene. Nein.
Boah. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das schmeckt nicht sehr geil. Das schmeckt sehr geil, Leute. Das war der Döner am Taksim. Und ich meine, diesen Döner, den ich hier gerade esse, hat mit dem Anblick deutscher Döner nicht so viel gemeinsam. Gesättigt ging es dann auf jeden Fall weiter durch die wunderschöne Stadt Istanbul, wo ich mittlerweile zum dritten Mal war und jedes Mal ein Genuss ist. Was auch ein Genuss ist, ist Nusret. Und da sollten wir am Abend hin. Das Einzige, was es für mich hier gab, war Fleisch an einem sich drehenden Spieß. Und das Abendessen gab es bei Nusret, Leute. Wir sind hier in dem Restaurant, was sich am Goldmarkt befindet in Istanbul. Hier war ich schon ein paar Mal. Ich hatte so einen kleinen Dönerspieß mit Fleisch dran, ohne Gemüse, ohne irgendwas. Und die anderen haben sich jetzt hier Nachtisch bestellt. Baklava Carrot. Boah, mit Vanilleeis und allem. Für mich persönlich sieht das auch aus wie ein Döner. So, du darfst es jetzt für mich quasi essen, weil ich es nicht essen darf. Wir sind ja in der Türkei. Alter. Mmh. Schmeckt geil. Mhm. Süß, saftig. Köstlich, schmecklich, saftig, knaftig. Ich sag's euch, wie es ist. Meine Gelüste sind richtig krass hoch auf Gemüse, Obst und was Süßes. Bei mir gibt's dafür ein Bier. Ich bin davon auf jeden Fall nicht satt geworden. Deswegen gab's nochmal einen Döner vom Taksim danach. Und die anderen hatten im Gegensatz zu mir ein deutlich geileres Abendessen. 10 Uhr, nächster Tag. Und ja, so sieht es in der Früh mal aus. Wir frühstücken. Bei mir ist hier mal alles leer. Sophia gönnt sich hier schönes Obst. Oscar, bin ich richtig eifersüchtig. Pfannkuchen, so Pancakes mit Nutella, Alter. Und Mandy halt auch, ne? Alles. Du hast alles. Ich sitze dann immer hier, schau zu und trinke einen Kaffee. Das war für mich wirklich extrem hart, allen anderen hier bei diesem wunderschönen Hotelfrühstück zuzuschauen. Hier gab es aber natürlich nichts, was auch nur ansatzweise was mit einem Döner zu tun hatte. Also ging es für mich in die nächstgelegene Mall, wo ich mir bei irgendeiner Kette 2 Döner Dürüm reingepfeffert habe. Und beim Abendessen hieß es dann für mich wieder leiden. Wir haben 20 Uhr abends und wir sind gemeinsam essen. Also gemeinsam essen heißt dann bei mir leerer Teller. Und hier bei den anderen schön, ja super, hier ein bisschen Rinderfleisch. Und Sophia mit Scampi. Das Ganze beim schönen Ausblick. Bei mir bleibt der Teller leer. Und er bleibt auch wirklich leer. Also ihr... Er zieht das wirklich durch. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Für mich gibt es danach dann noch einen Döner. Es ist spät am Abend. Ihr habt richtig Hunger und schaut mal wieder euren Freunden beim Essen zu. Das war ich in dem Moment. Aber mein Hunger sollte kurz danach deutlich günstiger gestillt werden. Die anderen haben aufgegessen. Jetzt ist Zeit für mich. Ich habe mir hier wieder 2 Döner geholt. In dem hier ist Granatapfelsirup das erste Mal drin. Mehr Gewürze. Ich muss sagen, das ist eine richtige Abwechslung und der schmeckt tatsächlich wieder geil. Auch am 11. Tag habe ich mich natürlich immer noch in meiner Boxvorbereitung für den Kampf am 25.11. befunden. Hier habe ich gemeinsam mit Oscar in dem Hotel-Gym trainiert. Nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch abseits davon. Bin ich fast immer bestgekleidet von Gymshark, wo ihr mit dem Code Franklin 10% auf alles sparen könnt. Das sind in meinen Augen die besten Sportklamotten und auch abseits vom Fitnessstudio und Sport macht man darin eine super Figur. Den Link zu Gymshark findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Mittlerweile haben wir Dienstag, den 12. September. Oscar und Mandy haben uns heute verlassen und wir haben heute den 12. Tag des Dönertons. Ich muss sagen, an der Stelle, meine Verdauungsprobleme sind komplett weg. Ich fühle mich wieder komplett fit, bin also gesund. Und das, obwohl ich die ganze Zeit Döner esse, da merkt man schon mal den ersten Unterschied von deutschem Döner zu türkischem Döner. Und hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, ist ein ganz besonderer Döner. Ihr kennt es ja, normalerweise ist der Dönerspieß ungefähr so. Nicht aber Chakebab. Chakebab liegt quasi quer, kommt mal mit. Hier hinter mir kann man das Ganze sehen. Da liegt quasi ein dicker, dicker, fetter Spieß mit geilem Fleisch. Ich glaube sogar, das ist Lammfleisch an der Stelle. Mit köstlichem, oh, ich krieg sogar gleich eine Kostprobe. Oh, thank you very much. Hat so ein geiles Aroma. Es riecht so richtig, schmeckt richtig geil nach so diesem rauchigen Feuergeschmack, leicht salzig. Und da habe ich richtig Bock drauf. Heute testen wir keinen normalen Döner, heute testen wir Chak Kebab. Das Essen wird einem hier unaufgefordert gebracht. Wir haben eigentlich nichts davon bestellt, aber es wird alles einfach mal hingestellt. Und das hier ist auf jeden Fall kein Döner, das darf sich nur Sophia gönnen. Ich muss mir den Döner quasi an der Stelle selber belegen. Ich bekomme jeweils 2 Spieße, Spieß Nummer 1, Spieß Nummer 2. Dafür zahlt man dann. Die Zutaten gibt es alle einzeln, hier noch den Salat. Und wenn ich möchte, hier ein bisschen spicy Gewürze. Einmal genommen, zack, schieben wir den einmal so ab. Abgeschoben. So, da tue ich jetzt noch ein bisschen Zwiebeln rein. Und damit ich hier ein kleines bisschen Vitamine reinbekomme, das bisschen Salat. Also ich muss wirklich sagen, hier in der Türkei, das merke ich jetzt schon. Da geht mir echt einfach der Salat und das Grünzeug ab. Ich habe so Gelüste auf einen Smoothie, auf einfach Obst, auf Gemüse oder was auch immer. Aber mit einer Sache haben sie es gut gemeint. Zumindest hier eine frische Zitrone, ein Spritzer davon. Das Einzige, wo ich nicht weiß, wofür es ist, ist dieser Joghurt hier. Wir haben einfach einen Joghurt bekommen, der wirklich so Magerquark-ähnliche Konsistenz hat. Ich tue den mal da rein, aber ich weiß nicht, wofür der da ist. Also ob das so als Soße gedacht ist. Schauen wir mal. Und so. Und jetzt habe ich hier quasi meinen eigenen Döner. Dadurch, dass der Döner quer liegt, rollt sich das eigene Fett immer wieder in den Spieß rein und der bleibt richtig saftig und verliert keinen Geschmack. Ein richtiges Geschmackserlebnis und bisher bei dem ganzen Experiment das beste Fleisch. Ich lasse mir den schmecken. Wir sehen uns später wieder.
Es ist mittlerweile 20.21 Uhr. Hinter mir kann man etwas unscharf Istanbul erkennen und ich habe 4 von diesen Spießen verdrückt und ich bin immer noch satt. Ich muss sagen, es ist unglaublich, wie lang ein Döner sättigen. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, man isst einen Döner und danach braucht man für Stunden nichts mehr essen. Das fällt mir hier in der Türkei ehrlich gesagt noch mehr auf, weil die wirken hier gar nicht so groß. Sättigen, aber ziemlich lang. Nichtsdestotrotz packen wir es jetzt noch in eine Mall und da gönne ich mir jetzt noch mein Abendessen, bevor wir morgen am 13. Tag Berliner Döner in Istanbul testen. Und unter anderem auch herausfinden werden, was die Türken glauben, wo es den besseren Döner gibt. In Deutschland oder der Türkei. Man hätte meinen können, ich könnte keinen Döner mehr sehen, aber er ging immer noch ziemlich gut rein und hat einigermaßen gut geschmeckt. Oskar, Mann, die sind zwar weg, aber es ist und bleibt gleich. Für mich gibt's ein Käffchen, Sophia frühstückt. Ich schaue einfach zu. 13. September und ich befinde mich vor Berlin Döner. Das ist eigentlich der einzige Berliner Dönerladen hier in ganz Istanbul. Ich musste fast eine Stunde hierher fahren. Es gab schon mal einen Dönerladen, der so auf Deutschland-Style war, am Taksim. Der ist aber komplett gefloppt. Die Türken haben das einfach nicht angenommen. Wir finden das auch nicht so wirklich nice. Wir werden danach mal fragen, welcher Döner besser ist, in Deutschland oder in der Türkei. Ihr habt ja mittlerweile gesehen, wie die Döner hier ausschauen. Jetzt schauen wir mal, wie die Interpretation hier in Istanbul von unserem Döner in Deutschland ist. Hallo. Okay, also die haben quasi einen Hähnchenspieß und einen Nicht-Hähnchenspieß. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Hähnchenspieß. Das ist ja das, was man in Deutschland meistens isst. Die Auslage schaut schon mal frisch aus auf jeden Fall. Es ist auch eine Kette, die mehrere Läden haben. Ich bestell mal und dann schauen wir uns das Ding an. Where does Döner come from? Döner German or Turkish? Türkisch. Türkisch? Where is better? An der Stelle fällt mir auf, wie weird das manchmal ist, wenn Leute nicht verstehen, dass man plötzlich anfängt, wie so ein Baby in der Sprache zu reden und einfach manche Wörter auszulassen. Where is better? Als könnte ich selber kein Englisch. Where Döner çok güzel? Türkiye cennet. Türkiye Döner güzel. Gut. German Döner not güzel? Alman Döner ist sorry, Alman usulü Türk döneri. Ja, ist schon egal. Okay, ich glaube, ich weiß, was er sagt. Es ist wahrscheinlich anders. Die Türken werden es verstanden haben. Okay. Also, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so gut ausschaut. Ich dachte, wir kriegen da jetzt so einen richtigen Rotz, um ehrlich zu sein. Vor allen Dingen, wir zahlen ja mittlerweile in Deutschland ca. 7 Euro für einen Döner. Und der hier hat jetzt nur 3 Euro gekostet. Inklusive Schafskäse, den wir hier sehen können, einem ordentlichen Fleisch, auch kein Hackfleisch oder so. Und klein ist der auch nicht. Wow. Probieren wir erstmal nur das Fleisch. Das Fleisch schmeckt tatsächlich ziemlich wie in Deutschland. Foto. Foto? Ja, later. Okay, okay. So, jetzt wird... okay. Ja, mir wurde ja schon gedroht, wenn ich was Schlechtes sage, dann komme ich ja nicht mehr lebend aus Istanbul raus. Mal gucken, ob ich mich trotzdem traue, was Schlechtes zu sagen. Oder vielleicht brauche ich auch gar nichts Schlechtes sagen. Deutscher Döner in Istanbul. Let's go. Ich schmecke schon mal Knoblauchsoße ordentlich raus. Leute, ich bin überrascht. Das wird wahrscheinlich der... Der Kollege hat auch richtig Bock auf Döner. Für 3 Euro habe ich noch nie so einen guten Döner gegessen in meinem Leben. So, Kailo, wollen wir weiter? Ja, perfekt. Kailo? Und ich habe gerade wirklich wieder Bock auf den Döner. Das ist ein bisschen wie bei dem McDonalds-Experiment mit den unterschiedlichen Sortimenten in unterschiedlichen Ländern. Ich habe letztes Jahr auch einen Monat McDonalds gegessen, dass man einfach ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Und jetzt ist das wieder was ganz anderes als die Döner hier. Ich freue mich über das Gemüse da drin. Und ich sag's euch, wie es ist. Das Ding hätte auch locker so in Deutschland mithalten können. Props gehen raus. Aber jetzt wollen wir mal wissen, wo kommt der Döner eigentlich her? Und welcher Döner schmeckt besser? Der in Deutschland oder in der Türkei? Have you already tried Döner Kebab? Yes. Which country invented the Döner Kebab? Germany or Turkey? Türkei. Ja, Türkei. Türkei. Ah, from Turkey, I guess. It's from Turkey. Deutschland. Berlin. Berlin, ja. Deutsch. Berlin. Turkey. Turkey, yeah. Okay. And which Döner do you like more, from Germany or from Turkey? Turkey. In Deutschland. In Deutschland, yeah. Okay. I guess German kebab is way more better than like Turkish kebab because of the like... quality of meat, yeah, is better than meat. Turkey. Kebab is Turkish. But it's our culture, so. I tried the first one in Germany, but here, like, still yet, so this is my second day here. Ah, okay. But yeah, I think here maybe the better, because it's like the local one. From Turkey, but I don't try Germany. Okay, you haven't tried kebab in Germany yet. Okay. Und welcher Döner ist geiler? Der hier in Deutschland. Was sagen so Leute, die selber einen Dönerladen hier haben? What would you say, where is Döner Kebab from? From Germany or from Turkey? Turkey. Which Döner do you like more, from Germany or from Turkey? Turkey. Okay, thank you very much. An der Stelle gehen auch mal miese Props an alle Menschen aus Istanbul raus. Es ist wirklich schön zu sehen, wie dort überall Essen und Trinken für alle Straßentiere ausgegeben wird. Und man sieht, wie versucht wird, sich um diese zu kümmern. Which Döner do you like more? Like you, do you like the Döner from the hamster back, who eats Döner for 1 month? Oh,
Ich glaube, die geht gleich, Digga. Ich mach gleich mit der Boxkampf. Ich hab ein bisschen Schiss. Also wir können festhalten, selbst in der Türkei sagen manche, dass der Döner aus Deutschland besser ist. Haben vorhin welche. Viele wollen gar nicht vor die Kamera. Und auf jeden Fall ist es nicht zu 100% sicher, ob der Döner jetzt aus der Türkei kommt oder Deutschland. Wir werden das Ganze im nächsten Teil auch nochmal weiter aufarbeiten und dann finden wir es endgültig heraus. Hier genieße ich jetzt gerade einfach ein kleines bisschen den Sonnenuntergang in Istanbul. Ich muss sagen, die Stadt ist wirklich krass. Riesengroß, eine Menge Einwohner, ein richtiges Chaos, aber gerade für Menschen, die essen mögen, kann man hier echt gut einen abschlemmen. Man sollte nur nicht nur Döner essen. Generell sah mein Alltag meist wie folgt aus. Ich stehe auf im Hotel, schaue den anderen beim Frühstück zu. Danach wird auf nüchternen Magen etwas für den Boxkampf trainiert, bestehend aus Seilspringen, Schattenboxen und Krafttraining. Gegen 14.30 Uhr habe ich mir dann meistens meinen ersten Döner ausgesucht. Dabei ist es mir teilweise auch relativ egal gewesen, ob der jetzt besonders gut oder schlecht ist. Hauptsache, ich werde satt und bekomme ein paar Proteine rein. Ehrlich gesagt waren die Döner in der Türkei auch alle stabil, vor allen Dingen, weil die Fleischqualität recht gut war. Wenige Stunden später habe ich mir häufig dann meinen zweiten Döner reingehauen und dann am Abend irgendwo meinen dritten Döner zu essen. Wie ihr auch sehen konntet, ist in den Dönern so gut wie gar kein Gemüse, sondern eigentlich bestehen die ja nur aus dem Fladenbrot, dann halt dem Fleisch, was mir ein bisschen Proteine liefert und dann sind häufig noch so alte Pommes drin und manchmal vielleicht noch eine Tomate, eine kleine Scheibe oder eine Gurke, aber eher nicht. Das ist ein riesiger Unterschied zu den Dönern in Deutschland. Und würde ich in dem Experiment jetzt meine Supplements nicht weiternehmen, wie ich es normalerweise auch mache, hätte ich zu dem Zeitpunkt wirklich gar keine Vitamine zu mir genommen. Im ersten Teil habe ich euch erklärt, wieso es Sinn macht, dass ich die Supplements natürlich weiternehme. Und diese Supplements nehme ich von der Marke MyProtein, wo ihr mit dem Code Franklin immer maximal sparen könnt. Und morgen am 9. Oktober bekommt ihr mit dem Code sogar 48% Rabatt auf die Bestseller. Ihr findet auf der Website alles von Proteinpulver über Proteinriegel zu verschiedenen Gesundheitssupplements, die ich in dem Experiment nehme, wie zum Beispiel Omega-3 oder auch verschiedene Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Natürlich aber alles in der gleichen Dosierung wie vor dem Experiment, damit wir auch herausfinden, was die Ernährung für einen Unterschied macht. Mittlerweile haben wir Tag 14 und morgen werde ich die Türkei verlassen. Aber natürlich möchte ich noch davor einmal bei dem besten Döner Istanbuls vorbeischauen. Zwar ist die Rede von Bayramoglu. Ich war ja schon mal vor 2 Jahren und der Laden hat über 22.000 Bewertungen auf Google und immer noch 4,5 Sterne. Er ist ein richtiges Brett. Doch was genau macht jetzt diesen Döner zum besten Döner Istanbuls? Erstmals viral gegangen und viel Reichweite bekommen hat dieser Laden damals durch einen englischsprachigen YouTuber mit einem Video, was ein Millionenpublikum erreichte. Daneben wird hier alles von Hand gemacht. Zum Beispiel dieses Dönerbrot. Wird auf so einem Balk aufgespannt und dann in so einen Tandoori-ähnlichen Ofen gegen die Wand gehauen, für wenige Sekunden drin gelassen und es bilden sich sofort wunderschöne Blasen, wo nach kurzer Zeit dann das Brot wieder abgezogen werden kann. Außerdem sind die Dönerspieße hier ein reines Kunstwerk. Im Yaprak-Style gesteckt, viereckig, werden diese mit richtig viel Holzkohle von allen Seiten gegrillt und dabei gleichmäßig gedreht sowie geschnitten. Und allein anhand dieser Aufnahmen kann man schon erkennen, wie schön rosa und saftig das Fleisch ausschaut. Dabei sind auf dem Kalbsfleisch hier auch keine Gewürze, sondern nur Salz und Pfeffer. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Und das Essen ist angekommen. Wir haben hier einmal Pommes, dann auch wieder Gurke und Tomate sowie etwas Zwiebeln. Und ich glaube, oben drüber Sumak. Hier noch so ein paar kleine Peperoni und dann hier das Brot, was direkt aus dem Ofen kommt, wie ihr gesehen habt. Und 2 Portionen Fleisch. Ich will wieder ein paar Proteine reinbekommen. Deswegen habe ich mir auch eine dicke Portion bestellt. Sieht man, wie schön das hier auch angegrillt ist. Seht ihr diese Röstaromen hier drüber? Wie bei einem schönen Steak ist das quasi. Und ich finde es interessant, weil gestern wurde ja einmal auch gesagt, dass die Fleischqualität in Deutschland besser ist. Aber ganz ehrlich, so ein Fleisch, wie so eine Steakqualität, das kriegst du in Deutschland nicht am Spieß. Oder wenn, dann nur ganz selten. Geschmacklich einfach geil, wirklich. Ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie ein Steak in feinen Scheiben. So in etwa. Ich werde mir diesen Geschmack jetzt in meinem Kopf abspeichern. Und beim Video nächste Woche werde ich eine Woche nur besondere Döner probieren. Und da auch den besten Döner der Welt. Bei Ferhat in Wien. Und dann werde ich den damit vergleichen. Das hat es so auf YouTube noch nicht gegeben. Zack. Heute ist jetzt der 7. Tag hier in der Türkei und ich muss sagen, eine Sache verstehe ich an euren Dönern, liebe Türken, nicht. Warum macht ihr diese labbrigen, widerlichen Pommes in eure Döner rein? Die sind jedes Mal abgeranzt und die haben da eigentlich nichts drin zu suchen. Ich finde, ohne die ist es eigentlich ein viel geileres Produkt. Einfach nur ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon, vorsichtshalber noch so eine kleine Peperoni hier reinmachen. Bam, das ist in meinen Augen alles, was es braucht. Schaut euch das an, der beste Döner Istanbuls, vielleicht auch der beste der Welt. Schmeckt richtig krass und so frisch, wie irgendwie sowas nur schmecken kann. Puristisch auf einem ganz hohen Level. Jetzt gönne ich mir heute noch meine letzten Döner hier und wir sehen uns morgen im Fazit am Flughafen.
Freitag, 15. September. Ich habe eine Woche nur Döner essen in der Türkei überstanden und heute ist der 15. Tag, wo ich Döner esse. Gerade eben im Hintergrund habe ich mir bei HD Döner, das ist eine Kette hier im Flughafen, diesmal keinen normalen Döner, sondern einen Döner-Burger geholt. Ich stand so da, Döner-Burger, und das Fleisch kam sogar wirklich von einem Dönerspieß, obwohl der Laden wie so eine McDonalds-Kette ist. Dazu ein Ayran. Und der Kollege hat mich jetzt auch stolze 10 Euro gekostet. Bevor wir zu den Kosten für die Woche und die Nebenwirkungen kommen, probiere ich den mal noch ganz kurz. Einfach ein Döner-Burger. Hier mit dem Dönerfleisch drauf, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Mayo und eine Tomate. Ist auch ein Döner quasi. Mmh, das Fleisch hammelt ein bisschen, aber sonst passt schon. Ich muss sagen, ich bin überrascht gewesen, wie teuer Rindfleisch auf dem Döner hier in der Türkei ist. Die eine Woche hier hat mich jetzt 124,60 Euro gekostet. Und ich habe schon recht häufig auch 3 Döner am Tag verdrückt. Hätte ich nur Hähnchendöner gegessen, wäre es halt viel günstiger gewesen, wahrscheinlich die Hälfte. Aber Rindfleisch ist hier tatsächlich ziemlich teuer. Die Nebenwirkung, die mir diese Woche aufgefallen ist, dass meine Haut unreiner geworden ist. Ich ein paar Pickel so am Rücken, an den Schultern bekommen habe. Aber sonst habe ich keine Kopfschmerzen oder irgendwas. Mir geht es also relativ gut, obwohl ich so wenig Gemüse gegessen habe. Wie es mit meinem Gewicht ausschaut, weiß ich nicht. Ich glaube, die Dinge hatten mehr Kalorien als gedacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Sollte sie schon online sein, könnt ihr sie hier direkt anklicken. Beim nächsten Teil sehen wir uns wieder. Bis dahin, over and out. Ciao. Nächste Woche erwarten euch 7 außergewöhnliche Döner in 7 Tagen. Also auf dieses Ding hatte ich ja in der ersten Woche auch schon richtig Bock. Ich habe es nur leider vergessen vorzubestellen. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie geil das für mich schmeckt. Wirklich. Das ist gerade die Erlösung.